Ihr seid zurückgekommen. Ich habe den Schild des blutenden Auges gefunden. Ihr habt ihn. Ihr seid wirklich der Versprochene. Nehmt dies. Ihr habt es mehr als verdient. Endlich habe ich alle 5 Gegenstände zusammen. Den Stab, den Schild, die Robe, den Helm und den Ring, den mir meine Ahnen hinterlassen haben. Nun kann ich mein Schicksal erfüllen. Das innere Heiligtum der Uhrwerkhallen wird sich für mich öffnen. Es ist Zeit für mich, das Vermächtnis der Zerbieten anzutreten. Ja. Folgt Tomi in die Uhrwerkhallen. Tomi führt etwas Seltsames in die Schilde. Ihr solltet ihr in die Uhrwerkhallen folgen, um herauszufinden, was sie mit den Gegenständen vorhat. Ja. Jetzt spielen wir aber erstmal Hadeko. Also, statt der Seen. Oh Mist, ich habe vergessen übrigens den. Vielleicht kommen wir noch mal hierher, um ein bisschen die Bohnen zu töten, so gegen Ende. Ja. Und dann sprechen wir nochmal hier Tirin. Einfach damit wir es auch mit dem Charakter mal getan haben. Ah, ihr seid es wieder. Wollt ihr eine Partie Hadeko wagen? Gut. Treten wir gegeneinander an. Ihr habt alle Hadeko-Puppen. Sehr gut. Nun zeigt, ob ihr auch zu spielen versteht. Die Partie beginnt. Ja. Ich spiele den Torwächter. Oh, dieses Mal wird's anders. Gut, der Torwächter kann durch den Mentor besiegt werden. Ja. Welche Figur soll gegen die Figur des Gegners geschickt werden? Der Mentor. Ihr berührt die Augenrune auf dem Spieltisch. Ah, diese Runde habt ihr gewonnen. Ja. Ich spiele den Mentor. Gut, der Mentor ist anfällig gegen den Schatten. Ja, ihr berührt die Rune und los geht's. Dick, 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 dick. Diese Runde habt ihr gewonnen. So, der Mentor ist weg.
Ich spiele den Schatten. Ja, gegen den Schatten ist der Torwächter stark. Das Adiko-Spiel hat begonnen. Die Runensymbole auf dem Tisch leuchten. Welche Figur soll gegen die Figur des Gegners geschickt werden? Ja, gegen Schatten ist der Torwächter dann stark. Ihr berührt die Flammenrune auf dem Spieltisch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Diese Runde habt ihr gewonnen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich es gegen den Trickster wagen soll, was anderes als meinen Helden zu benutzen. Gegen seinen Helden benutze ich auf jeden Fall meinen Trickster. Darauf höre ich nichts anderes, weil der Trickster ist... Ja, der Trickster. Nee, spielen wir auf Nummer sicher. Weil dann ist er sein Trickster los. Ich bin zwar meinen Helden los. Aber hab dann nachher wenigstens noch alle drei von den Grundpuppen und meinen Erzmagier gegen seinen Erzmagier. Was ist los, Zerbo? Keine Lust mehr? Ich spiele den Trickster. Ah, endlich reagiert er. Gut, also gehen wir auf Nummer sicher. Ja, welche Figur soll geschickt werden? Der Held? Ihr berührt die Schwertrune auf dem Spieltisch. Diese Runde habt ihr gewonnen. Ja, mein Held darf halt nicht mehr antreten. Ich spiele den Helden. So. Ja. Welche Figur soll geschickt werden? Der Trickster. Ihr berührt die Fuchsrune auf dem Spieltisch. Oh, das ging schnell. Diese Runde habe ich gewonnen. Fünf Runden sind vorbei. Nun beginnt das Endspiel. Ja, und das Endspiel sagt, ich gewinne. Alle meine Figuren sind geschlagen. Ihr habt das Spiel gewonnen. Gratulation! Ihr habt gesiegt. Oh, wie herrlich es ist, gegen einen würdigen Gegner zu spielen. Dafür sollt ihr reich belohnt werden. Nehmt dies, mein Freund. Zerbos Helm erhalten. Questbuch aktualisiert.
Keine Erfahrungspunkte. Oh. Na gut, dann ordnet euch ebenso an. Ich kann den Tisch auch nicht mehr benutzen, leider. Genauso kann ich meinen Golem nicht mehr benutzen. So, Kampf im Kolosseum, letzter Drag. Gladiatorentraining hat auch nur noch eins. Also, Uhrwerkhallen. Machen wir erstmal das hier noch. Gehen dann in der nächsten Aufnahmesession. Ihr Geister der Zerbiten, hört mich! Ich habe alle 5 Artefakte des blutenden Auges gefunden. Lasst mich ein! Tatsächlich. Ihr habt Ring, Stab, Robe, Schild und Helm. Doch war doch wirklich ihr es, die die Artefakte gefunden hat? Oder habt ihr sie von einem anderen erworben? Oder gestohlen? Ich schwöre, dass ich sie alle durch die Kraft meines eigenen Geistes erlangt habe. Dann seid ihr berechtigt, unser Vermächtnis anzutreten. So kommt denn also hinein in das Herz der Uhrwerkhallen, die innersten Kammern unserer Festung, wo unsere wertvollsten Schätze auf euch warten. Muss ja an den ersticken. Hast du uns noch was zu sagen, Neues? Ihr kehrt zurück. Wo ist das? Das Ja, gut. Die Uhr ist übrigens auch immer noch hier so halb brennend. Mal gucken, ob wir es dieses Mal schaffen können, irgendwie, oder wenigstens ein Unentschieden hinkriegen. Also ja, Achtung, Spoiler, man kann das nicht gewinnen. Ich habe mal nachgeguckt. Das Beste, was wir erreichen können, ist ein Unentschieden. Wir kommen leider auch nicht nah genug an die Truhen ran, um sie plündern zu können. Weil das Portal hier hat auch keinen Zugang. Was wünscht ihr? Tuomi ist eine Betrügerin. Nicht sie hat die Artefakte des blutenden Auges gefunden, sondern ich. Ein schwerer Vorwurf. Habt ihr Beweise dafür? Nein, keine Beweise. Nur mein Wort. Einer von euch beiden muss lügen. Doch vielleicht sagt auch keiner von euch die Wahrheit.
Folgt mir. Nun muss das Spiel der Meister entscheiden, wer von euch ein Anrecht auf das Vermächtnis der Zerbieten hat. Gut. Ja, definitiv mal gucken, ob ich ein Unentschieden hinkriegen kann. Ja, da ist Tomi. Seid ihr bereit, eure Geisteskraft zu beweisen?